das Wort. Ja, guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wieder hier zu unserem interaktiven Talk, Die Linke in Corona-Zeiten. Ich freue mich, dass ihr wieder hier dabei seid. Diesmal zu einem echten Aufreger innerhalb der Linken. Es geht um das bedingungslose Grundeinkommen. Es geht um die Frage eines neuen Sozialstaates. Bedingungslos un- oder bedingungslos sozial, das ist die Frage, die wir heute stellen wollen. Das ist ja eine Sache, die Linke schon seit vielen, vielen Jahren umtreibt. Spätestens mit den Hartz-Gesetzen war zumindest eine Sache mal klar. Das ist bedingungslos unsozial. Die Schröder-Regierung hat 2005 die Deregulierung des Arbeitsmarktes vorangetrieben, die Arbeitslosenhilfe in ihrer alten Form abgeschafft, auch wenn es da schon nicht alles sehr sozial war. Aber das, was danach folgte, das war tatsächlich bedingungslos unsozial. Ich habe damals auf einer Demo, wo es um die Frage ging, wie man jetzt gegen die Hartz-IV-Gesetze, die damals sich ankündigten, wie man dagegen protestieren könnte, da schrieb so ein älterer Mann, nach einem Jahr, 12 Monate, wie ein Penner. Und genau das ist das, was aus meiner Sicht Hartz IV auch ausgezeichnet hat, im negativen Sinne. Und die Frage der Linken war natürlich immer, was setzen wir dem entgegen? Was wollen wir eigentlich als Sozialstaat, der diesen Namen auch verdient, haben? Und das ist natürlich auch, wie das bei den Linken so üblich ist, durchaus umstritten. Und zu diesem Zweck habe ich mir heute mal den Philipp eingeladen. Philipp Jax, ein profunder Kenner der Debatte. Er hat seine Magisterarbeit über Grundsicherung und Grundeinkommen geschrieben. Er ist DGB-Geschäftsführer in der Region Frankfurt-Rhein-Main. Und Philipp, ich kann sagen, wir kennen uns auch von früher. Wir waren zusammen bei ATTAC. Uns hat damals schon auch die Frage umgetrieben, wie stehen wir eigentlich zum bedingungslosen Grundeinkommen? Das war schon bei ATTAC umstritten, in der Linken auch, in anderen Parteien und politischen Bewegungen auch. Nun würde ich mal fragen, sag mal Philipp, wie ist eigentlich deine Meinung zum bedingungslosen Grundeinkommen? Ganz kurz in einem Satz. Ich denke, was man schon sagen kann, ist, dass wir damals noch gegeneinander argumentiert haben und ich inzwischen meine Meinung geändert habe. Ich fand das damals eine charmante Idee. Sie klang einfach und gerecht. Aber ich denke, wenn man sich dann damit intensiver auseinandersetzt und insbesondere mit der Finanzierung, merkt man, dass es überhaupt nicht einfach ist und dass es bei der Gerechtigkeit auch schnell aufhört. Und was ist denn eigentlich aus deiner Sicht das Charmante? Und was ist aus deiner Sicht das Problematische am bedingungslosen Grundeinkommen? Was ist aus deiner Sicht, du hast im Hintergrund die Fahnen des DGB, was ist aus deiner Sicht eigentlich das, was man aus deiner Sicht stattdessen in den Mittelpunkt stellen sollte? Also charmant ist es natürlich, weil es einfach klingt erstmal. Jeder bekommt 1.000 oder 1.200 Euro. Ich will jetzt mich da nicht auf bestimmte Zahlen festlegen, da sind ja die Konzepte unterschiedlich, aber sagen wir mal 1.200 Euro, weil es im Konzept der BRG der Linken steht. Aber es ist eben ja nicht gerecht, zum Beispiel, weil in Frankfurt 1.200 Euro viel weniger wert sind als irgendwo auf dem Land. Ich komme aus Frankfurt, deswegen nehme ich jetzt das als Beispiel. Aber es ist eben auch ungerecht, weil zum Beispiel Hauseigentümer viel mehr Geld davon übrig hätten als Mieter zum Beispiel, die davon noch ihre Miete bestreiten müssen. Deswegen halte ich das inzwischen allein schon von der Ausformung her für nicht gerecht. Und bei der Finanzierung wird es eben dann ganz schwer. Also wenn man die Leute fragt, gibt es ja auch Umfragen, bist du für ein Grundeinkommen, dann sagen ganz viele ja, weil sie erstmal denken, 1.000 Euro mehr oder 1.200, wunderbar. Habe ich ja auch erstmal gar nichts dagegen. Nur in einer Volkswirtschaft wie Deutschland muss das Geld auch irgendwo herkommen. Und da wird es dann halt kompliziert. Da gibt es verschiedene Modelle. Ich denke, da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Aber oft wird damit argumentiert, ein Grundeinkommen würde Probleme lösen, die wir heute schon nicht gelöst kriegen. Also zum Beispiel, dass die Arbeitszeit reduziert wird, dass der Satz hoch genug ist. Ja, wir versuchen seit 10 Jahren, den Hartz-IV-Satz hochzusetzen und schaffen es nicht aufgrund der Kräfteverhältnisse, die in diesem Land herrschen. Und ich glaube nicht, dass wir es dann schaffen, ein Grundeinkommen in einer noch viel höheren Höhe für alle zu schaffen, bei den aktuellen Kräfteverhältnissen. Ich sehe vielmehr die Gefahr, dass das bestehende Sozialsicherungssystem eben abgebaut wird,
und dann durch ein sehr schlechtes Grundeinkommen ersetzt wird, das überhaupt gar nicht mehr gerecht ist. Was würden denn eigentlich aus deiner Sicht für Veränderungen notwendig sein in finanzieller Hinsicht, wenn man so etwas einführen würde, und zwar in einer tatsächlich existenzsichernden Höhe? Und existenzsichern, du hast gesprochen, 1.000 bis 1.200 Euro, und zwar für alle, und zwar auch individuell, denn unten drunter ist es ja ansonsten auch wieder ein ernsthaftes Problem. Was würde denn dann eigentlich an finanziellen Mitteln so umgewälzt werden müssen? Ja, wenn man jetzt von 1.000 Euro ausgeht, ist es eine Billion, also 1.000 Milliarden Euro im Jahr, die für die Bundesbürger nötig wären. Das ist eine Riesenmasse zum Vergleich. Der Bundeshaushalt beläuft sich aktuell auf 360 Milliarden. Wenn man die gesamten Sicherungssysteme wie Rente, Krankenversicherung noch dazu nimmt, käme man auf die 1 Milliarde ungefähr. Aber wenn man das Geld komplett dann fürs Grundeinkommen einsetzen will, sind halt die Rentenkassen und die Krankenkassenkassen leer. Das ist ein Problem und wir müssen uns halt überlegen, wie kann man sowas überhaupt finanzieren? Da gibt es ja auch verschiedene Ideen. Die einen reden von der Mehrwertsteuer. Das will ich hier nur am Rande erwähnen, dass das natürlich höchst unsozial wäre, weil Menschen mit wenig Geld viel mehr Anteil ihres Einkommens für Konsum verbrauchen und dementsprechend dann auch mehr zahlen würden. Im Konzept der BAG der Linken ist es ja wird es übers Einkommen größtenteils finanziert. Und da müssen wir natürlich auch schauen, wie kriegt man so einen riesengroßen Batzen finanziert? 1.000 Milliarden. Und derzeit ist das deutlich weniger. Man müsste also, so schlägt es die BAG vor, eine Grundeinkommensabgabe von 35% einnehmen als Staat. Und das würde natürlich dazu führen, dass die Abgaben, wie wir sie heute kennen, sich um 35% erhöhen würden. Kann man sagen, okay. Ist sogar dann noch, wenn man bedenkt, dass die unteren ja mehr von ihrem Grundeinkommen haben als die oberen, noch einigermaßen ansteigender Steuersatz. Aber das Problem ist, dass ja dann alle einen Steuersatz von, naja, sagen wir, also zwischen 50 und 80%. Das kommt darauf an, wie man es rechnet, aber jeder müsste zwischen 50 und 80% abgeben. Das würde einen enormen Anreiz für Steuerhinterziehung und Schwarzarbeit bieten. Und das, denke ich, ist was wir nicht wollen können. Und das ist aber auch was wiederum zu einer weiteren Verkomplizierung führen würde. Weil erstens ist es nicht so, dass dann das gesamte Jobcenter-Personal eingespart wird, das zurzeit dafür da ist, Sozialkontrollen durchzuführen, sondern die müssten dann nicht nur die Leistungsempfänger kontrollieren, sondern alle Steuerzahler, weil ja der Anreiz zu Steuerbetrug so viel höher wäre, dass alle sehr viel ordentlicher geprüft werden müssten. Das andere ist, dass die Arbeitsvermittlung des Jobcenters ja auch weiterhin gemacht werden muss. Das heißt, abschaffen kann man den Jobcenter sowieso nicht. Und ja, also ich frage mich, wie das funktionieren soll. Ich seh das einfach nicht, dass es funktioniert, weil solche hohen Abgaben nur um so eine riesige Umwälzungsmaschinerie zu finanzieren, überhaupt nicht realistisch ist. Und ich denke auch, dass die Mehrheit der Bevölkerung, auch wenn es Umfragen gibt, die sagen, 50, 55% sind für ein Grundeinkommen, die stimmen ja erstmal dafür, dass sie ein Grundeinkommen von 1.000 Euro haben wollen, das irgendwie gut finden. Aber dann sagen auch ganz viele von denen, also ich habe gerade eine MDR-Umfrage vom August mir angeschaut, die sagen, ja, aber nicht für Reiche und auch nicht für alle. Und das mit dem Wohnen ist auch nicht gerecht. Also das mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, ich glaube, viele Leute haben das nicht bis zu Ende gedacht, was das schlussendlich heißt, wirklich bedingungslos jedem 1.200 Euro zu geben und dieses auch zu finanzieren, und zwar sozial gerecht. Das wird eine Riesenherausforderung und ist meines Erachtens, weil es am Ende auch ungerecht bleibt, eben weil es unterschiedliche Lebenshaltungskosten gibt in den Regionen, ist überhaupt nicht wert. Trotzdem gibt es ja ein paar Punkte, die jetzt gerade auch in der Corona-Krise den Bedarf nahelegen, dass man da was tun muss. Also 10 Millionen Menschen haben Kurzarbeit angemeldet. Wer selbstständig tätig war, der verliert seit März häufig sein komplettes Einkommen. Und der Verweis auf so etwas wie Hartz IV kann natürlich für uns auch keine Alternative sein. Ist die Hilfsprogramme, die jetzt von der Bundesregierung gekommen sind, das ist ja auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, beziehungsweise kann nur eine zeitlich befristete Lösung sein. Was machen wir denn eigentlich für solche Situationen? Ich
unterstelle mal den Leuten, dass sie natürlich auch aus der Not, aus dieser existenziellen Fragestellung heraus nach Alternativen suchen. Und ich finde, wir müssen da natürlich auch als Linke nicht einfach drüber wegtrampeln, sondern wir müssen natürlich da schon sagen, warum sind unsere Alternativen besser und welche sind das überhaupt? Ja, das ist absolut richtig, dass es in dieser Lage jetzt wieder Sorgen gibt, wie das Sozialsystem funktionieren kann. Wobei ich muss sagen, also natürlich ist Hartz IV zu niedrig und die Sanktionen sind zu streng und so weiter. Da gibt es viel zu verbessern. Aber im weltweiten Vergleich hat Deutschland, das deutsche Sozialsystem, das mit Bravour, wenn man das so sagen kann, trotz der misslichen Lage gemeistert. Also ich denke, wir sind sicherlich in den Top 10 weltweit, wie wir auch sozial verschont worden sind. Um nochmal dieses Missverhältnis darzustellen, habe ich gelesen, also die gesamten Mehrausgaben für Corona, die beschlossen worden sind, belaufen sich bisher auf 123 Milliarden, davon die Hälfte ungefähr für Selbstständige und Kleinunternehmer. Ja, also das ist ein Zehntel von dem, was jedes Jahr fürs Grundeinkommen finanziert werden müsste. Das ist natürlich ja, eine riesengroße Summe, wo man sich wirklich überlegen muss, ob das das wert ist. Ich persönlich finde, wenn man Hartz IV erhöht, wenn man die Sanktionen abschafft, wenn man den Zuverdienst erhöht, wenn man den Eigentumsanteil erhöht, dann ist das gar kein so schlechtes System. Natürlich gibt es da immer noch Fehler. Aber ich finde es auch oft unsachlich, dass die Jobcenter für Verfehlungen kritisiert werden. Natürlich gibt es da auch Fehler. Aber ich bin als DGB-Vorsitzender ja auch im Jobcenter-Beirat in Frankfurt. Das ist bundesweit so, dass der DGB im Jobcenter-Beirat sitzt und dort die Geschäftsführung bezüglich der Maßnahmen berät. Und gerade deswegen achte ich da genauestens drauf. Wenn ich irgendwo höre, das Jobcenter hat dies oder jenes getan oder nicht getan, dann forsche ich danach und lasse die Geschäftsführung da auch nicht raus, bis ich eine qualifizierte Antwort habe. Und in 90% der Fälle oder 95% der Fälle sogar sind die Vorwürfe nicht gerechtfertigt. Da hat es fehlende Unterlagen, was auch immer gegeben, was das Jobcenter nicht zu verantworten hat. Und ab und zu kommt es auch vor, dass Fehler passieren. Ja, das stimmt. Das wird dann in der Regel, wenn ich das anspreche, sofort erledigt. Das ist natürlich keine allgemeine Lösung, aber ich will nur sagen, dass die Jobcenter im Großen und Ganzen eigentlich eine ganz gute Arbeit machen, auch wenn es dann natürlich zu Ungerechtigkeiten kommt. Ja, alternative Lösungen, wie gesagt, ich denke, das ist ausbaubar. Abschaffen ist, wenn man es abschaffen will, ist die Frage, was kommt danach? Ich denke, eine Erhöhung und wie gesagt, eine Abschwächung der Sanktionen wäre schon ein ganz wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Und also, ja, was man auch überlegen muss, was heißt Erhöhung? Wir reden jetzt beim Konzept der BAG der Linken zum Grundeinkommen über einen Betrag von 1.180 Euro, glaube ich, sind es, pro Erwachsenen, pro ab 16-Jährigen. Wenn ich mir überlege, ich habe jetzt eine vierköpfige Familie, dann habe ich ein Monatsnetto von 3.500 Euro. Ich in meinem Fall habe sogar drei Kinder. Ich hätte über 4.000 Euro netto, inklusive Krankenversicherung, wenn es nach dem Entwurf der BAG geht. Da muss man sich schon überlegen, ob man da noch Vollzeit arbeiten geht. Also ich persönlich würde es nicht machen. Ich finde meinen Job toll, aber ich habe auch noch bessere Sachen zu tun. Und wenn ich 4.000 Euro im Monat auf die Kralle bekommen würde, ohne was zu tun, würde ich sicherlich wie viele andere auch Arbeitszeit reduzieren. Das zeigen ja auch die Umfragen, dass Leute, die BGE haben würden, sagen, sie würden die Arbeitszeit reduzieren. So, aber wenn man jetzt das BGE finanzieren will über eine Einkommensabgabe und die Leute aber weniger arbeiten, dann funktioniert die Rechnung nicht mehr. Das ist das Problem. Das ist genauso bei der Mehrwertsteuer. Da würden auch die Mehrwertsteuer ins Unermessliche steigen. Und das und auch bei der Krise, was passiert denn, wenn wir jetzt eine große Arbeitslosigkeit haben? Da sagt zwar die BAG, wir machen da eine Rücklage von 1.9% pro Jahr. Das heißt, nach 5 Jahren wären wir bei 10%. Wenn wir jetzt überlegen, bei der aktuellen Krise haben wir, ja, ist noch nicht so ganz klar, sagen wir mal um die 10% Leute, die betroffen sind, Beschäftigte, die betroffen sind, da müssten wir erstmal 5 Jahre lang komplett sparen. Jetzt, klar, kommt nicht so oft vor, so eine Krise, aber man muss sich schon bewusst sein, dass so ein BGE einfach schweineteuer ist, um es mal so zu sagen. Und der Nutzen wirklich minimal. Also zurzeit kostet ALG II, glaube ich, 4 Milliarden, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja,
Philipp hat gerade von seinen Erfahrungen gesprochen aus dem Jobcenter-Beirat. Ich kenne das auch. Der DGB ist Teil der kommunalen Jobcenter-Beiräte. Ich kann als Anwalt, der ja auch mit vielen, vielen hunderten Leistungsbezieherinnen nach Hartz IV zu tun hatte und hat, auch ein paar Punkte sagen, die aus meiner Sicht immer wieder zu Problemen führen. Das ist natürlich ganz von Anfang an das viel zu geringe Regelsatzvolumen. Also, dass den Leuten schon vom Beginn an eigentlich eine Summe zugesprochen wird, selbst wenn sie sie dann kriegen, die nur für den Fall reicht, dass in dem Alltag überhaupt nichts schief geht. Dass also der Monat irgendwie problemlos ist. Das ist eine Sache, die so nicht funktionieren kann aus meiner Sicht. Die Regelsätze müssen erhöht werden. Das wäre ja aus meiner Sicht eine ganz wichtige Alternative. Die Leute sind ja schon dann finanziell überfordert, wenn zum Beispiel mal der Kühlschrank kaputt geht. Und selbst wenn gesagt wird, dass man das ja dann im Wege eines Darlehens bekommen kann, ist das sehr aufwendig und auch sehr bürokratisch. Das Zweite ist, dass ein erheblicher Anteil der Wohnkosten nicht übernommen wird in vielen Fällen. Gerade in Großstadtregionen, dort wo die Mieten steigen, finden dann werden die Wohnkosten, die sogenannten KDU, nicht vollständig übernommen und führen dann zu einer faktischen weiteren Senkung des Regelsatzes. Das ist auch ein ernsthaftes Problem und muss dringend verändert werden. Ein drittes Problem sind die schon von Philipp auch angesprochenen Sanktionen. Dass also Leute bei höchst streitigen, höchst problematischen Situationen dann auch mal einen Fehler begehen. Und der dann aber bei unter 25-Jährigen bis vor kurzem zum Totalverlust, nunmehr nach Rechtsprechung, mindestens aber immer noch zu 30% Regelsatzkürzung führt, verschärft das Problem. Ich will einen weiteren Punkt benennen, das ist der komplette Ausschluss aller nichtdeutschen Staatsangehörigen unter 5 Jahren Aufenthalt. Das geht in unserer Einwanderungsgesellschaft überhaupt nicht aus meiner Sicht und führt speziell in Stadtlagen mit multikultureller Bevölkerung zu enormen Problemen und zu Verarmungstendenzen, die wir überhaupt nicht wollen können und die im Übrigen auch eine enorme soziale Ungerechtigkeit beherbergen. Naja, und was ich auch ein Problem finde, ist tatsächlich die Bedarfsgemeinschaftslösung, dass also Familien so zusammen berechnet werden, dass auch dann, wenn ein Teil das Geld gar nicht bekommt, trotzdem angerechnet erhält. Das führt zu patriarchalen und auch wirklich zu Abhängigkeitsstrukturen, die wir nicht wollen können. Auch die individuelle Regelsatzbemessung kann ja Unterhaltspflichten mit vorsehen, wenn die dann auch tatsächlich gesetzlich geschuldet sind. Aber das ist keine Sache, die wir über Bedarfsgemeinschaften lösen sollten, finde ich. Und ich glaube, das wäre auch eine gute Alternative, die im Übrigen auch, Philipp hat es angesprochen, in breiter gesellschaftlicher Unterstützung vermittelbar ist. Jetzt gibt es aber auch bereits eine erste Wortmeldung hier bei uns im Zoom und ich würde vorschlagen, dass wir den oder diejenigen mal hinzuschalten. Thomas. Ja, Rainer hat sich gemeldet und Rainer wird jetzt zu euch kommen und seinen Beitrag, seine Frage, seinen Diskussionsbeitrag hier zum Besten geben. Hallo Rainer, du musst das Mikrofon auf jeden Fall anmachen. Ob du dich uns zeigen willst, ist natürlich dir überlassen. Ja, hallo. Ich glaube, jetzt bin ich zu hören. Schönen guten Tag. Und zu sehen. Rainer Beutel, Mitglied des Landesvorstands in Schleswig-Holstein und dort für politische Bildung unter anderem zuständig. Ich bin aber auch Gewerkschafter und wir hatten vom Landesbezirk, vom Landesverband neulich eine Online-Debatte genau zu diesem Thema. Da hatten wir auch eine Gewerkschafterin vom DGB Hamburg dabei. Und da ging es natürlich sehr kontrovers. Es war jemand von der BAG aus Berlin da, ein Genosse. Also kurz gesagt, ich gehöre zu den Kritikern dieser Idee. Es ist natürlich unmöglich, jetzt in der Dreiviertelstunde die ganzen Fallstricke, positiven Aspekte hier rauszuarbeiten. Also ich möchte mich auf 2 Dinge konzentrieren, erwähnen. Also einmal, es gibt ja verschiedene Modelle dieses Grundeinkommens, ein linkes oder mehrere linke und neoliberale. Und also was mich
grundsätzlich sehr skeptisch macht, ist die Frage überhaupt der Durchsetzbarkeit. Also wenn ich mir überlege, wir schaffen es nicht mal, den Mindestlohn auf 12, 13 Euro in diesem Land, was ja über ungeheuren Reichtum verfügt oder die herrschenden Klassen und der Staat, das können wir nicht mal durchsetzen. Und wie wollen wir denn so eine grandiose Umverteilung, die der Kollege Philipp ja auch schon angesprochen hat, überhaupt möglich machen? Das ist, scheint für mich irgendwo ziemlich undenkbar. Und ich mache das auch fest an dem Begriff bedingungslos. Denn was bedeutet das eigentlich? Alle sozialen Errungenschaften, für die die Gewerkschaften und die linken Parteien eingetreten sind, mussten ja erkämpft werden unter bestimmten Bedingungen, die die herrschenden Klassen stellen. Und wenn wir etwas erreichen, dann sind das immer Kompromisse. Wir bekommen etwas und die anderen haben auch was davon. Und das, was könnte das beim bedingungslosen Grundeinkommen sein? Was könnte die Kapitalseite davon profitieren? Die haben da so bestimmte Ideen, sie möchten einen Teil des Sozialstaates ja komplett abschaffen. Und das macht mich schon mal sehr skeptisch. So, um das jetzt nicht endlos auszudehnen, eine zweite Sache, das, was ich für einen Grundwiderspruch halte, das bedingungslose Grundeinkommen überlässt ja dem Einzelnen die Entscheidung, will ich weiterhin arbeiten gehen oder nicht. Ja, und die Entscheidung, das nicht zu tun, die muss ja möglich sein, denn sonst wäre es ja kein Grundeinkommen. Also wenn man von diesem Grundeinkommen nicht einigermaßen auskömmlich leben kann, hätte es ja eh keinen Sinn. Aber erarbeiten müssen das die ja weiterhin, die durch den Verkauf ihrer Arbeitskraft an der Wertschöpfung des ganzen, der ganzen Wirtschaft teilhaben und das überhaupt erst ermöglichen. Also das hat ja Philipp auch schon angesprochen, das ist natürlich ein Riesengerechtigkeitsproblem. Also ich weiß, dass viele Kolleginnen und Kollegen sagen, das sehe ich überhaupt nicht ein. Ja, ich bin hier jeden Tag in dieser Knochenmühle und dann sollen Leute sein, die sagen, nö, ich mach das nicht mehr mit. Ich kriege meine 1180 Euro oder 1300 oder was weiß ich auch immer. Und das muss ich aber erarbeiten. Und da sage ich, nö, also das sehe ich nicht ein. Also das ist rein psychologisch schon, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. So, diese zwei Dinge wollte ich einmal mal einwerfen. Und im Übrigen teile ich natürlich alle kritischen Punkte, die du, Jörg, geäußert hast über das Hartz-IV-System und die ganzen Ungerechtigkeiten. Und das, da muss man natürlich versuchen, was zu verbessern. Aber da bin ich halt für eine bedarfsgerechte Änderung. Ja, also bedingungslos für alle, das kann ich auch aus gewerkschaftlicher Sicht einfach nicht mittragen. Dankeschön für die Geduld. Gerne, Rainer. Kann ich, oder? Ja. Also ich finde, Rainer hat einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, nämlich das Risiko, das damit auch einhergeht. Wir haben ja in Deutschland bei aller Kritik am Sozialsystem, haben wir im internationalen Vergleich eines der besten Sozialsysteme. Und wenn wir da jetzt riskieren, dass für eine Idee, die umstritten ist und wo noch gar nicht so genau klar ist, wie die ausgestaltet wird, also ob es 500 oder 1500 Euro sind oder wie auch immer, das zu riskieren, denke ich, sollten wir auf keinen Fall tun. Unser Sozialsystem mit allen seinen Schwächen, aber vor allem auch mit seinen Stärken, wurde hart erkämpft. Das ist uns nicht geschenkt worden. Und einen einfachen Kompromiss wird es beim Grundeinkommen nicht geben. Und ich finde, was mir auch noch immer ein wichtiger Punkt ist, ist, dass viele das Grundeinkommen als gesellschaftliche Utopie verstehen. Dass gesagt wird, wenn die Menschen die 1200 Euro im Monat bekommen, dann würden sie sich sicherlich ehrenamtlich mehr engagieren, was sicherlich auch nicht falsch ist. Aber die ganze Arbeitswelt würde sich verändern, weil die Menschen sie nicht mehr jeden Job annehmen müssen. Das ist sicherlich auch nicht falsch. Aber trotzdem wäre doch die Eigentumsverhältnisse überhaupt nicht angetastet. Es würde nach wie vor so, dass es Lohnabhängige gibt und Besitzende, die nach wie vor in einem völlig asymmetrischen Verhältnis zueinander stehen. Und dass es eben auch nach wie vor, es gibt ja oft den Vorwurf, die Gewerkschaften sind gegen das BGE, weil sie dann keiner mehr braucht, halte ich für völligen Quatsch. Natürlich werden Menschen auch zukünftig besser verhandeln über Lohn- und Arbeitsbedingungen, wenn sie sich zusammentun, auch mit BGE. Also die Gewerkschaften würde das
tendenziell eher noch stärken, weil die Leute erstens mehr kämpfen, weil sie mehr Mut haben und zweitens, weil die Leute mehr Zeit haben, sich ehrenamtlich zu engagieren. Also insofern der Vorwurf, die Gewerkschaften seien dagegen, weil sie sich selbst schwächen würden, halte ich für ehrlich gesagt nicht haltbar. Und der Kern des Problems ist doch, dass wir eine gesellschaftliche Utopie brauchen, die wirklich eine Veränderung, eine grundsätzliche Veränderung mit sich bringt. Also dass wir mal diskutieren, warum sind die Eigentumsverhältnisse, wie sie sind? Da fasst das Grundeinkommen nichts an. Oder auch, wie können wir unsere Gesellschaft demokratisieren, weiter demokratisieren? Wie können wir die Wirtschaft weiter demokratisieren? Wie können wir Mitbestimmung in den Betrieben weiter ausbauen, damit die Menschen sich besser beteiligen und diese Wirtschaft nicht nur nach dem Profit und dem Interesse der Anteilseigner ausgelegt wird, sondern dass die Beschäftigten im Mittelpunkt stehen. Das, finde ich, sind Fragen, die wir uns zentral stellen müssen und nicht, ob wir jetzt irgendwie 500, 800 oder 1000 Euro an jeden verteilen und dann erstmal überlegen müssen, wo das Geld überhaupt herkommt. Ich finde, wir haben wichtigere Fragen zu klären, als dieses Konzept zu diskutieren. Und wir beschäftigen uns da auch größtenteils mit uns selbst. Während unsere Gegner, der Arbeitgeberverband hat jetzt gerade wieder ein Papier vorgelegt, wo Kündigungsfristen aufgeweicht werden sollen und so weiter. Also ich finde, wir haben echt Wichtigeres zu tun, als jetzt diese Idee seit 30 Jahren wieder aufzuwärmen und weiter zu diskutieren. Ich denke, sie funktioniert nicht. Ja, Philipp hat einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, nämlich die Frage, wie setzen wir etwas durch und wie gehen wir an die sozialen Ungerechtigkeiten ran? Die Stärkung der Allgemeinverbindlichkeit, zum Beispiel von Tarifverträgen, wäre aus meiner Sicht ein ganz wesentlicher Punkt. Die Wiedereinführung des Berufsschutzes, das es ja mal gab. Also das bedeutet, dass man einen Job, nachdem man einen alten verloren hat, nicht annehmen muss, wenn er unterhalb einer bestimmten Einkommensdifferenz liegt. Würde zum Beispiel auch den Lebensstandard für eine gewisse Zeit auch sichern. Die Möglichkeit, Mitbestimmungsrechte zu stärken, sind einfache gesetzliche Varianten, die jenseits von einer Billion pro Jahr durchzusetzen sind und schlicht und einfach die Lage derer, die jeden Tag um ihr Einkommen auch kämpfen müssen, verbessern würden. Und das wäre aus meiner Sicht ein guter Punkt, auf die sich die Linke auf jeden Fall einigen soll. Es gibt aber, und das will ich tatsächlich auch denjenigen zugutehalten, die sagen, bedingungsloses Grundeinkommen muss sein, ist natürlich die Frage, die wir auch beantworten müssen, wie gehen wir mit Situationen um, wo Menschen sich in einer akuten existenziellen Notlage befinden, und zwar Corona, wenn etwa kleine Selbstständige ihr Geschäft zumachen müssen. Was machen wir da? Oder die Situation, und die erlebe ich täglich als Anwalt, was ist, wenn Jobcenter nach Antragstellung einfach nicht entscheiden? Wenn sie immer wieder neue Unterlagen benötigen, wenn zum Beispiel die Möglichkeit von einer Vermögensprüfung drin ist, wo man aber nachweisen muss, dass man dieses Vermögen gerade nicht verwerten kann, etwa das kleine Häuschen, in dem man gerade selber wohnt und so weiter und so fort. Alles Dinge, die natürlich zu einer kurzfristigen Notlage führen können und Leute richtig Angst um ihr Leben und ihr Monatseinkommen haben. Wie können wir in solchen Situationen einen Sozialstaat schaffen, der in allen Lagen garantiert schützt, Philipp? Tja, wenn ich da jetzt die allgemeine Antwort dazu hätte, das wäre grandios. Ja, also ich sag mal so, der Verweis zum Beispiel bei den Solo-Selbstständigen, die nach Corona plötzlich einkommenslos waren, sie sollen doch mal ihre Bude zumachen, ist natürlich auch keine richtig gute Lösung. Ich habe mal kurz eine Zeit lang überlegt, ob wir sowas schaffen wie zumindest einen fiktiven Unternehmerlohn für eine befristete Zeit oder ähnliche Varianten. Ich finde auch, dass wir uns mit dieser Frage als Linke durchaus befassen müssen. Ich glaube im Übrigen auch, dass die Antragstellung deutlich unbürokratischer sein muss. Ja. Etwa folgende Regelung: Wer Hartz IV beantragt oder Grundsicherung, was auch immer, erhält nach 4 Wochen einen Auszahlungsanspruch, wie bei der Krankenkasse auch. Wenn der Behörde nicht gelingt, nachzuweisen, dass er aus anderen Mitteln Einkommen hat. So.
Das würde zum Beispiel auch die derzeit laufenden enormen bürokratischen Verläufe bis hin zum Sozialgericht und was dann so alles noch folgt, deutlich zugunsten derer, die tatsächlich etwas brauchen, und zwar auch kurzfristig brauchen, denn Essen kann man bekanntlich schlecht nachholen, wie das, dass man das den Leuten dann auch unbürokratisch zugutekommen lässt. Das wäre zum Beispiel ein Punkt, der unterhalb von, und ich wiederhole es nochmal, 1 Billion pro Jahr möglich wäre. Ja, also das fände ich zum Beispiel eine gute Variante. Ja, was ich noch denke, was jetzt auch ein Grund ist, warum diese Debatte jetzt wieder aufflammt, ist ja einerseits die Corona-Krise, die Pandemie, aber andererseits auch das Thema Digitalisierung, das heißt jetzt seit 2-3 Jahren alle diskutieren und wo Menschen jetzt wieder Angst haben, dass uns die Computer die Arbeit wegnehmen oder die Roboter. Es gibt da einen Spiegeltitel aus den 80ern, wo auch fett getitelt wird, nehmen uns die Maschinen die Arbeit weg. Und wenn man sich dann mal das Arbeitszeitvolumen der letzten 40 Jahre anschaut, also die Anzahl der Stunden, die alle Deutschen pro Jahr gearbeitet haben, dann ist da nichts passiert. Dann ist da fast nichts passiert. Das ist fast gleichbleibend, obwohl wir seit 40 Jahren die Digitalisierung durchmachen, obwohl Tausende von Schreibkräften jetzt an Computern arbeiten und nicht mehr alles dreimal tippen müssen und so weiter. Das ist stabil. Natürlich ist es auf mehr Schultern verteilt worden. Also Agenda 21 hat dafür gesorgt, dass es weniger Arbeitsbüros gibt. Soweit stimmt das. Aber sie hat eben auch dafür gesorgt, dass es nicht mehr Arbeit gibt, sondern dass die Arbeit einfach auf mehr Köpfe verteilt wird und wir deswegen mehr Teilzeit und mehr prekäre Beschäftigung haben. Aber dass die Computer uns die Arbeit wegnehmen, ist eben einfach nicht der Fall. Und ich denke, wir müssen auch uns von dieser Angst lösen, dass wir denken, wir müssen jetzt irgendwie was verändern, damit wir unsere Arbeit retten. Das sehe ich überhaupt nicht. Im Gegenteil, wir sollten selbstbewusst sein und die Dinge zu verteidigen, die wir haben. Ich persönlich finde eine ganz charmante Idee, die jetzt nicht viel Geld einbringen würde, aber die so einen gewissen gesellschaftliches Bewusstsein auch schaffen würde, dass man nicht nur einen Mindestlohn hat, sondern auch einen Höchstlohn. Dass man also so sagt, und zwar den gekoppelt an den Mindestlohn, dass man sagt, es darf höchstens der 10-fache Mindestlohn verdient werden, von mir aus der 20-fache, obwohl ich persönlich den 10-fachen charmanter und realistischer finde. Und dass jeder Euro, der über dem 10-fachen Mindestlohn ist, mit, keine Ahnung, 90% oder sowas versteuert wird. Finde ich ganz charmant. Dann haben die Oberen ein Interesse, dass es einen hohen Mindestlohn gibt, weil sie dann auch mehr davon haben. Und es verhindert so ein bisschen diese völlig absurde Spreizung von Einkommen. Und die es nötig haben, können dann trotzdem noch mit ihren Millionen Geldern angeben, das sie auf dem Papier haben. Aber in der Tasche landet dann eben nicht mehr so absurd viel wie bisher. Das finde ich eine ganz nette Idee. Was ich mir insgesamt wünsche bei der Debatte ums Grundeinkommen ist, dass wir versuchen, wirklich mit sachlichen Argumenten zu argumentieren. Ich finde es natürlich auch wichtig, sich zu überlegen, wie könnte ein Leben aussehen mit einem Grundeinkommen? Was würden Menschen alles machen? Wie gut würde es ihnen tun? Das ist natürlich völlig unstrittig, dass man glücklicher und gesunder ist, wenn man 1.000 Euro mehr im Monat hat und auch entspannter. Jeder ist entspannter, wenn er 1.000 Euro mehr hat. Ich glaube, ab 1 Million wird es dann wieder unentspannter, weil die Leute Angst haben um ihr Geld. Aber das ist auch nur eine Statistik, die ich am Rande gelesen habe. Aber mich würde es freuen, wenn wir diese Diskussion über das Grundeinkommen wirklich sachlich und vor allem anhand von Zahlen führen. Weil natürlich kann man vieles Positives darüber sagen. Aber die Frage ist schlussendlich, und daran entscheidet sich auch, ob es ein soziales oder ein unsoziales Grundeinkommen ist, wie die Kiste finanziert wird. Und daran, und da gibt es auch bei dem Konzept von der BAG einige Punkte, die, wo unsere gewerkschaftlichen Experten was anderes ausgerechnet haben als die BAG. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen und da bin ich auch kein Experte. Aber zum Beispiel, dass das Wohngeld dort eingepreist ist, ist ja schon mal gut. Das haben viele andere Konzepte nicht, dass es eine Wohnraumkomponente gibt, dass zum Beispiel in Frankfurt man Geld bekommt, was man anderswo auf dem Land oder wo es billig ist, nicht bekommt. Aber da wurden eben von den aktuellen Zahlen ausgegangen. Das heißt, in Frankfurt würde man einen Wohnungszuschuss, Wohnzuschuss von 50 Euro bekommen. Damit kommt man nicht allzu weit in Frankfurt. Auch gerechnet an den aktuellen Antragsberechtigten. Das sind keine Hartz-IV-Empfänger und auch die meisten anderen nicht. Also das würde zum Beispiel deutlich höher ausfallen als im Konzept. Und auch die Unternehmensbesteuerung würde teilweise dazu führen, dass Unternehmen ihre Gewinne zu 100% versteuern würden, was natürlich auch zwar vielleicht unser linkes Herz freuen würde, aber in der Realität, in der Marktwirtschaft einfach nicht machbar ist.
Bevor wir noch zu den Fragen kommen, die bei Facebook gestellt werden und den Bemerkungen, nochmal eine Frage auch an den DGB-Vertreter Philipp. Es ist ja auch Teil von Hartz IV, eine verfestigte Sockelarbeitslosigkeit zu haben, auch verfestigte Strukturen von denjenigen, die das Gefühl haben, sie kommen aus dieser Mühle Hartz IV gar nicht mehr raus. Was wären denn aus deiner Sicht, aus eurer Sicht, aus gewerkschaftlicher Sicht, denn Möglichkeiten, um dort sozusagen Übergänge, Aufstiegsmöglichkeiten, auch diesen Teufelskreis, man ist sozusagen im Hartz IV, auch die Kinder kommen schon sozusagen in Hartz IV-Haushalte, entsprechend schlechte Bildung, entsprechend schlechte Abschlüsse, entsprechend schlechte Arbeitsmarktchancen. Da also rauszukommen aus dieser Mühle, was schlagt ihr da eigentlich als Gewerkschaft vor? Gut, es gibt ja schon viele Maßnahmen, die meines Erachtens auch gar nicht so schlecht sind, ne? Dass man wirklich Weiterbildungsmaßnahmen anbietet. Ich kann jetzt nur vom Jobcenter Frankfurt reden, aber soweit mir das gesagt wird, gibt es da ausreichend Angebote für Menschen, die das auch wollen. Ja, es gibt wenige, die das nicht wollen. Die meisten würden gerne wieder raus aus dem Hartz IV, sind aber aus unterschiedlichen Gründen einfach nicht in der Lage dazu. Ich denke, da kann man noch viel mehr machen. Zum Beispiel könnte man, wenn Leute wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden, sie tatsächlich sozialpädagogisch begleiten, dass man nicht sagt, so, hier ist dein Job, geh da hin und wenn du scheiterst, kommst du halt zurück, sondern dass man wirklich die Leute begleitet, gerade die Azubis und die Berufsanfänger, dass man da eine viel bessere Betreuung macht und denen hilft, wenn sie Probleme haben. Wie gesagt, die meisten wollen, haben aber unterschiedliche Gründe, warum es nicht funktioniert und die würde das ganz stark unterstützen. So, und jetzt haben wir Thomas, der uns so ein bisschen Feedback geben möchte, was eigentlich unsere Zuschauerinnen und Zuschauer über Facebook davon halten, von dem Thema. Ja, das mache ich gleich gerne, aber zuerst mal gibt es ausnahmsweise heute ein Feedback von mir. Und zwar da an der Stelle verraten, dass ich im Gegensatz zu den beiden hier, zu Jörg und Philipp, ein Anhänger des bedingungslosen Grundeinkommens bin und will jetzt eine ganz grundsätzliche Perspektive darauf aufmachen. Im Kern geht es, finde ich, um die Frage, wie wir das gesellschaftliche Gesamtprodukt, was wir haben, verteilt. Also wir arbeiten viel, wir bauen, produzieren Nahrungsmittel, Autos, Häuser, viele gute Dinge, Dienstleistungen, Krankenhäuser und so weiter. Und die Frage, wie wird das alles verteilt? Und bis jetzt ist der Kern der Verteilung natürlich über die Lohn- und Erwerbsarbeit. Soweit so richtig. Aber es fällt natürlich auch viel raus. Die sogenannte Reproduktionsarbeit, also das, was in der Regel zu Hause stattfindet, Pflege, Bildung, Kindererziehung und so weiter. Und das heißt, es ist jetzt auch schon gar nicht wirklich gerecht, dass es einen Teil der Arbeit gibt, die eigentlich gar nicht bezahlt wird. Und das ist ein Gedanke des Grundeinkommens, das sozusagen auch letztlich auch das zu bezahlen. Das ist das eine. Das andere ist, wie verteilt man das? Warum wird das nur nach Arbeitsleistung verteilt? Doch das ist nicht gerecht. Wir wissen, die einen verdienen mehr, die anderen verdienen weniger. Aber es könnte ja auch so sein, zuerst mal sagt man, jeder darf leben, bekommt genügend, um zu leben, um zu wohnen, kulturelle Teilhabe zu haben. Und der Rest wird beispielsweise über die Erwerbsarbeit verteilt. Auch das wäre eine Idee des Grundeinkommens. Dass da Leute mehr verdienen, Leute, die ein gutes Einkommen haben, 4.000, 5.000 Euro verdienen, die werden nicht mehr verdienen. Die kriegen zwar 1.000 Euro oder 1.200, aber sie müssen auch ziemlich viel bezahlen, nämlich mehr Steuern. Das ist ja schon angesprochen worden. So, dass am Ende es vielleicht sogar bei einem gleichen Netto bleibt für Leute mit diesem Einkommen und für andere vielleicht ein besseres, gerade für die Niedriglöhner und Niedriglöhnerinnen wäre das wichtig. Also insofern sollte man auch diesen Teil sehen und auch diesen Moment an Demokratie, an Freiheit, gerade für Menschen mit niedrigen Löhnen sehen, die das Grundeinkommen ermöglicht. Diese Perspektive wollte ich hier an der Stelle trotzdem auch mal selbst einbringen. Das sei mir, glaube ich, an der Stelle erlaubt. Jetzt aber zum Feedback aus Facebook. Es tobt da gar keine so intensive Debatte pro und contra bedingungsloses Grundeinkommen, was ich vielleicht erwartet hätte. Aber es gibt trotzdem ein paar Sachen, die ganz interessant sind. Arno Pfaffenberger beispielsweise macht eigentlich einen Vorschlag, der diese Debatte vielleicht auch ein bisschen in seiner Kontroversität entkrampfen könnte. Er sagt, soziale Infrastruktur statt BGE würde Sinn machen. Meint also, ich glaube, in der Partei Die Linke wird das auch schon mal unter dem Stichwort Infrastruktursozialismus diskutiert. Wenn viele Dinge
kostenlos sind oder für alle preiswert und ohne oder entgeltlos zur Verfügung stehen, wie ÖPNV, wie Bildung und so weiter, wie Gesundheit, dann sind ja ganz viele der Leistungen auch schon quasi über ein allgemeines, wenn man so will, über die soziale Infrastruktur wird ja quasi dann auch schon eine Art BGE ausgezahlt. Also dieser Aspekt der sozialen Infrastruktur, darauf könntet ihr vielleicht nochmal eingehen, wie da so euer Verhältnis ist. Dann sagt Thomas Landin, sag einem Schwerbehinderten mal, dass er arbeiten gehen soll. Nicht jeder kann arbeiten und nicht jeder, der arbeiten will, findet Arbeit. Das ist nochmal ein Aspekt. Ich denke, er meint das in Richtung pro bedingungsloses Grundeinkommen. Dann sagt Maggie, die reden und reden, das ist jetzt so richtig ein Kommentar, es wird nichts passieren, lach, die wissen gar nicht, wie schwer es ist, mit wenig Geld zu leben, die haben alle gut reden, wenn man auch krank ist und nicht mehr und alles teurer wird, ist man dankbar, wenn man mehr Geld hat, egal, wer aber die reden und reden und wer mal mit wenig Geld gelebt hat, ich möchte die Politiker sehen, wie lange die mit wenig Geld klarkommen. Und dann eine letzte Anmerkung, und das betrifft den Punkt Jobcenter. Auch Philipp, weil du ja gesagt hast, auch eher positive Erfahrungen aus dem Jobcenter berichtet hast. Sil Brenner schreibt, die Jobcenter drangsalieren die Menschen nur. Ich höre immer mehr davon, sehr oft verschwinden auch wichtige Unterlagen, obwohl man die Bestätigung hat. Also da nochmal der ganze Komplex Jobcenter. Das sind die vier Dinge. Ich rufe dir nochmal kurz auf. Einmal soziale Infrastruktur, zweitens Schwerbehinderten und das Leben mit wenig Geld und viertens das Verhalten des Jobcenters. Das waren jetzt so vier Eindrücke, die ich jetzt aus Facebook euch mitgebracht habe. In diesem Sinne, eure Anmerkungen, eure Fragen, macht was draus. Ich fange mal direkt bei dir an, was du am Anfang auch gesagt hattest. Da würde ich auch gerne drauf eingehen. Das sind tatsächlich die Argumente, die ich damals auch so wichtig fand, dass ich gesagt habe, Mensch, super Idee, dieses Grundeinkommen. Nur das Problem ist halt, dass Care-Arbeit nicht bezahlt wird, zumindest die private, und auch andere Menschen einfach nicht genug Geld haben. Jetzt stellen wir uns doch mal vor, es gäbe ein Arbeitslosengeld 2, das 1200 Euro inklusive Krankenversicherung beträgt, das sanktionsfrei ist und wo dann im besten Fall auch die Fallmanager beim Jobcenter keinen Fehler machen. Wie andere Menschen machen Fehler, die machen hoffentlich dann zukünftig keine Fehler mehr. Dann denke ich nach wie vor, es wäre besser, wir würden so ein ALG II machen, wo man beantragt, Achtung hier, ich habe zu wenig Geld zum Leben, bitte gib mir das, was ich brauche. Ich finde das eine viel bessere Lösung. Und das wollte ich auch gleich noch zu der Frau sagen, die gesagt hat, wir labern nur und wir sollen mal in Armut leben. Ich selbst bin in statistischer Armut aufgewachsen, ich selbst habe schon mal Hartz IV empfangen und natürlich ist es nicht schön, sich da offenbaren zu müssen, aber ich fand es auch nicht erniedrigend, dass ich nun dafür, dass ich meinen monatlichen Lebensunterhalt bekomme, da sage, wie es mir finanziell geht. Also das sicherlich gibt es da auch Situationen, wo Menschen wirklich nicht gut behandelt werden. Das will ich überhaupt gar nicht bestreiten. Aber ich würde sagen, die große, breite Masse würde schon damit leben können, wenn es ihnen nicht gut geht, das zu beantragen. Da sind wir wieder bei einem Argument der Befürworter, die sagen, ja, aber Hartz IV ist stigmatisierend und deswegen brauchen wir was man diskriminierungsfrei bekommen kann. Aber ich frage mich, warum ist das denn stigmatisiert? Warum ist es denn verpönt, Hartz IV zu empfangen? Das ist doch nicht die Schuld von Hartz IV. Das ist die Schuld der Gesellschaft, die irgendwie Arbeitslose immer noch asozial findet, was natürlich völliger Quatsch ist. Und ich denke, da müssen wir daran arbeiten, dass es ganz normal wird, dass wenn man merkt, ey, ich habe nicht genug Geld zum Leben, dass man dann zum Jobcenter geht und da Geld beantragt. Ich finde, da, wenn man da ganz normal mit umgeht, ist da nichts Diskriminierendes. Dabei, wie gesagt, Ausnahmen gibt es immer. Das will ich überhaupt nicht bestreiten, dass es da auch Vorfälle gibt, die völlig inakzeptabel sind. Wir hatten gesagt, andere soziale Infrastruktur, Bildung und so weiter. Ja, klar, bin ich sofort dabei. Soziale Infrastruktur, kostenloser ÖPNV und alles, was du genannt hast, bin ich sofort dabei. Aber wir müssen uns auch da wieder die Kosten anschauen. Für die gesamten Bildungsausgaben in Bund, Ländern und Gemeinden wird pro Jahr ungefähr 120 Milliarden ausgegeben. Ja, das
ist viel weniger als ein Grundeinkommen kosten würde. Aber wenn man jetzt sagt, wir wollen ein Grundeinkommen und die soziale Infrastruktur, wie es ja auch die Bundesarbeitsgemeinschaft macht, dann muss man die Kosten auch noch draufrechnen und jetzt nicht so tun, als wäre das Teil des Konzepts Grundeinkommen, sondern das sind eben Punkte, die wir sowieso fordern. Wir fordern sowieso eine Erhöhung der Erbschaftssteuer, wir fordern sowieso eine Erhöhung der Vermögenssteuer, wir fordern bessere Bildung. All das fordern wir ja, den ÖPNV und so weiter. Aber wir kriegen noch nicht mal das durchgesetzt und das kriegen wir aktuell auch nicht finanziert, weil eben die Steuern so sind, wie sie sind. Das, denke ich, müssen wir uns allen vor Augen führen, wenn wir darüber diskutieren. Ja, es ist ja angesprochen worden, die soziale Infrastruktur. Ich finde, soziale Infrastruktur ist Teil unseres Sozialsystems und das betrifft von der Kita die dortigen Gebühren bzw. die Gebührenfreiheit, die kommen muss, finde ich tatsächlich auch, weil Bildung etwas ist, was allen zusteht. Ich glaube, das, was Philipp angesprochen hat, die Frage der ÖPNV-Finanzierung ist ein wichtiger Punkt, weil auch Mobilität ein soziales Grundrecht ist. Man kann Leute nicht an ihrem Ort festhalten und auch nicht über finanzielle Dinge. Und was ansonsten an sozialer Infrastruktur notwendig ist, wie Freizeitzentren, auch selbst Gesundheitssystem und Ähnliches, das ist auch Teil unseres Sozialsystems und muss, wenn man ehrlich ist, da hat Philipp zu Recht darauf hingewiesen, in die sozialen Kosten mit hineinbezogen werden. Und generell, wenn wir wollen, dass wir ein System haben, was alle garantiert vor Armut schützt, das eint uns ja, sowohl BGE-Befürworter wie BGE-Skeptiker, dann müssen wir gucken, was ist das Wichtigste. Aus meiner Sicht ist es sinnvoll, auch taktisch, die Dinge in der Bevölkerung populär zu machen, die aus unserer Sicht und aus deren Sicht gemeinsam durchsetzbar erscheinen. Durchsetzbar sind die Dinge, die die Bürgerinnen und Bürger sich in ihrer großen Mehrheit a. vorstellen können und b. dann auch noch dafür kämpfen wollen. Und vor diesem Hintergrund, glaube ich, sind ein neuer Sozialstaat, der bedarfsabhängig, der Millionär braucht kein BGE, finde ich, der bedarfsabhängig alle vor Armut schützt, der ihnen unbürokratisch und sanktionsfrei die Existenz sichert und darunter zählt natürlich auch die sozial-kulturelle Existenz und nicht nur die rein physische, der ihnen auch die Wohnung absichert und der ihnen die Teilhabe garantiert. Das ist das, was wir unmittelbar aus meiner Sicht zunächst brauchen. Und vor diesem Hintergrund, glaube ich, können wir uns, das ist auch überhaupt nicht verboten, über die Frage eines bedingungslosen Grundeinkommens weiter unterhalten, sollten aber, glaube ich, schauen, was steht derzeit an sozialen Kämpfen tatsächlich an und was ist das, was für die Zukunft, so wie Thomas aufgeworfen hat, die Frage von Sorgearbeit, die Frage von Care-Arbeit und Ähnliches. Wie können wir da zu einer gerechten Verteilung führen? Lass mich vielleicht noch einen Punkt sagen. Auch in der Linken ist das Thema natürlich umstritten. Uns eint natürlich die Vorstellung eines neuen Sozialstaates, der im Übrigen auch nicht die Rückkehr zum alten System vor Hartz IV sein darf, sondern der auch die Schwächen, die damals schon bestanden, versucht aufzuheben. Und gerade auch in der moderneren Produktionsweise, die wir heute haben, Digitalisierung, aber auch die Frage der Einwanderung, also der gebrochenen Erwerbsbiografien, auch die Frage der Zuwanderung mit einschließt, auch die Frage der Weiterbildung, der Fortbildung, der auch bestimmter Veränderungen, wenn es darum geht, dass Branchen sich aus ökologischen Gründen etwa wandeln müssen, dass wir also in solchen Situationen soziale Sicherheit schaffen. Das ist das, was uns eint. Und darüber hinaus gibt es in unserer Partei auch diejenigen, die ein bedingungsloses Grundeinkommen fordern. Auf unserem Parteitag jetzt im November wird es einen Antrag geben, darüber einen Mitgliederentscheid durchzuführen, der dann im Jahre 2021 in unserer Partei dann zu einer Entscheidung führen wird, wenn das der Bundesparteitag so will. Ich würde mich freuen, wenn wir die Diskussion auch begleitend in der Partei, mit dem DGB, mit anderen Bündnispartnern führen. Und ich glaube, das würde uns auch in der Linken durchaus die eine oder andere spannende Diskussion bescheren. Vor diesem Hintergrund habe ich mitgenommen, wir wollen den neuen Sozialstaat,
Das mit dem bedingungslosen Grundeinkommen könnte ein bisschen ein Problem werden, ist aber bei einigen auch durchaus als charmante Idee en vogue. Und wir wollen auf jeden Fall Hartz IV abschaffen, das ist auch klar. Vor diesem Hintergrund bedanke ich mich heute bei Philipp, dass er so gut mitdiskutiert hat, dass er die Punkte eingebracht hat, die vor allen Dingen auch aus gewerkschaftlicher Sicht wichtig sind. Wir, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sehen uns wieder und zwar in 14 Tagen. Dann habe ich mir Amira Mohamed Ali eingeladen, die Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag. Ich werde sie ein bisschen löchern, denn auch da geht es, so scheint mir, gerade ordentlich ab im Bundestag. Wir reden über Nawalny vermutlich, wir reden aber auch über die Schwerpunkte der Linken, wir reden über die Fragen, die ansonsten für Amira eine Rolle spielen. Ich freue mich auf euch, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Philipp. Ciao.